Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute habe ich zwei Pfeifen auf einmal für euch. Sie sind relativ ähnlich, haben aber doch ein paar kleine Unterschiede. Es geht um zwei D-Love-Pfeifen. Ist lange her, dass wir uns eine D-Love angeguckt haben. Ihr habt relativ oft danach im Livestream gefragt. Deswegen dachte ich mir, gucken wir uns nochmal zwei D-Love-Pfeifen genauer an. Ja, und da sind wir wieder. Wie gesagt, heute gucken wir uns zwei D-Love-Pfeifen an. Einmal die D-Love Azur und einmal die D-Love Rubin. Sie sind relativ ähnlich, habe ich ja schon im Intro gesagt. Die Base ist zum Beispiel exakt gleich geformt. Das sind beides Edelstahlpfeifen. Beide kommen mit sehr, sehr viel Zubehör und beide kann man ganz easy auf Amazon ordern. Das waren schon einige der größten Vorteile von D-Love. Beide Pfeifen kosten 130 Euro und kommen wie gesagt in einem riesengroßen Komplettset. Bei der D-Love Rubin habt ihr sogar noch einen Glasteller und einen Glasschliff, aber auch einen normalen Teller und einen normalen Schliff dabei. Beide Pfeifen kommen mit Schläuchen, mit Mundstücken, mit Zangen, mit Molassefängern, mit Köpfen, mit Kopfaufsätzen. Ich glaube, ich habe bestimmt noch was für Hygienemundstücke liegen teilweise dabei. Also es ist wirklich ein rundum sorglos Paket. Das Einzige, was nicht dabei ist, sind mehrere Anschlüsse. Man kann die nachkaufen und auch noch aufstocken, sodass man dann eine Mehrschlauchpfeife hat. Aber erstmal kommen sie mit einem Schlauchanschluss. Das ist übrigens ein 18/8 Schliff bei beiden Pfeifen. Wie gesagt, bei der habt ihr einmal den Glasschliff oder auch einen normalen, so wie bei der hier mit einem ganz normalen Schliffadapter. Diese hier gibt es in verschiedenen Farben. Die Rubin kommt nur in der Edelstahloptik. Ich finde gerade das mit der Farbe ist dann doch nochmal ganz nice. Der Teller ist extrem spiegelnd, also wirklich heftig. Aber ich gehe schon viel zu sehr auf die Optik ein. Ich würde sagen, Lieferumfang haben wir so halbwegs geklärt. 130 Euro kostet das Ganze auf Amazon mit Prime, also im besten Fall vielleicht sogar am selben Tag bei manchen, bei den meisten aber am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag da. Aber ich würde sagen, wir hangeln uns mal ganz normal an unseren Review-Punkten entlang. Vorher noch kurz zum Lieferumfang. Das ist so der unique selling point für mich bei D-Love. Man kann die Pfeifen auf Amazon kaufen. Sie kosten nicht unglaublich viel Geld. Beide Pfeifen, die ihr hier seht, kosten 130 Euro, kommen aber in einem Komplettset zu euch. Das heißt, ihr habt ein Mundstück, ein Schlauch, die Pfeife natürlich, ihr habt einen Kopfaufsatz. Ich habe jetzt trotzdem meinen Oblaco mit Callout 1 Plus genommen, weil es mir einfach besser gefällt als die Standardköpfe. Also es ist ein Standard-Tonkopf mit einem Kamin dabei. Hier seht ihr auch nochmal den Kamin. Bei der Azur ist der dann auch immer in der Farbe gehalten, wie auch die Pfeife zu euch kommt. Aber ja, ich packe da trotzdem lieber meinen Oblaco und einen Callout drauf. Da bin ich einfach glücklicher mit. Schlauch, Mundstück, Pfeife, Kopf, Kopfaufsatz, Feder, Zange, Hygienemundstücke, Molassefänger. Es ist alles dabei, was ihr braucht, um loszulegen, bis auf Tabak, Kohle, Kohleanzünder und Wasser. Aber Wasser sollte ja jeder daheim haben, also das ist nicht so ein Problem. Ja, beide kommen wie gesagt mit Molassefängern. Ihr seht, ich benutze die jetzt nicht. Für mich persönlich zerstört das immer irgendwie das Bild von der Pfeife. Ich mag die persönlich einfach nicht, aber sie sind dabei und viele Leute finden sie cool und ja, ne, also wer den will, der ist dabei. Für mich muss das nicht unbedingt sein. Wo wir beim Lieferumfang sind, noch ein paar Worte zu den Schlauchanschlüssen. Man kann die Pfeifen upgraden, sie haben drei Anschlüsse an der Base, lange nicht gesehen, aber eigentlich ganz cool. Vielleicht sagen manche, ja, manchmal zu dritt, meistens eh alleine, aber ne, da müsst ihr einfach wissen, reichen euch maximal drei Anschlüsse. Meiner Meinung nach sollte man eine Pfeife eh immer alleine rauchen. Klar, vielleicht kommt mal ein Kumpel, der nicht so viel raucht und dann macht es Sinn, ihm vielleicht einen Schlauch mit an die Pfeife zu packen. Aber ja, für mich, wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Problem bei diesem Review, dass das eine Pfeife ist, die zwar für viele interessant sein könnte, für mich persönlich aber nicht so krass. Einfach weil ich will nicht unbedingt eine Mehrschlauchpfeife, ich brauche kein Klickgewinde, mir reicht auch eine Steckbowl. Ihr versteht schon, ich brauche auch keine Komplettset-Pfeifen, ich habe das meiste schon daheim. Also für mich ist es kein Problem, einfach einen anderen Schlauch, ein anderes Mundstück, einen anderen Kopfaufsatz zu nehmen. Aber wenn ihr euch überlegt, eure erste Pfeife zu holen und ihr sagt, ich will die unbedingt auf Amazon kaufen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass ihr bei D-Love rauskommt. Aber wir überschlagen uns schon wieder ein bisschen, wir kommen wieder zu den Review-Punkten. So, Punkt Nummer 1, die Verarbeitung. Die D-Love-Pfeife ist okay verarbeitet. Für 130 Euro auf Amazon kann man auf jeden Fall keine deutsche Edelstahlqualität à la Ian oder Stimulation oder sowas erwarten. Das ist natürlich
ein bisschen schlechter. Die Frage ist, ist die Verarbeitung okay? Und da kann ich sagen, ja, ich hatte nur ein winziges Problem und das war nach dem ersten Durchspielen, als ich die Pfeife zum ersten Mal geraucht habe, hingen die Kugeln ab und zu und es hat ein bisschen gepfeift. Lag daran, weil Wasser an die Kugeln gekommen ist beim Saubermachen, ich habe es nicht abgetrocknet und dann hing das ein kleines bisschen. Seitdem die trocken sind, habe ich keine Probleme mehr damit. Aber das sollte man halt wissen, ne? Also kommt ein bisschen Wasser an die Kugeln beim Saubermachen, sollte man das schon abtrocknen. Ansonsten könnte es sein, dass sie ein bisschen haken oder ein bisschen pfeifen. Wie gesagt, seitdem ich sie getrocknet habe, keine Probleme. Sind aber trotzdem Sachen, die einem nicht unbedingt bei einer Stimulation oder bei einer Aeon passieren, sondern dann halt eher bei den etwas niedrigerpreisigen Pfeifen, sage ich mal. Aber das ist die Deal-Off ja auch. Also 130 Euro für ein Komplettpaket, wenn man dann noch alles mit dazu bekommt, kann man sich ja ausrechnen, was die Pfeife am Ende wahrscheinlich alleine noch kosten würde, würde es sie einzeln geben. Aber die Verarbeitung ist in Ordnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Luft ziehe und ich ziehe auch definitiv keine Luft. Da habe ich nachgeguckt. Die Gewinde laufen angenehm. Es ist manchmal ein bisschen fummelig, das Gewinde hier zu treffen von dem Schlauchanschluss in die Base. Das heißt, da gibt es schon noch ein paar Punkte, die man besser machen könnte. Kann man sich für 130 Euro beschweren? Ich finde nein. Ja, also das ist schon für das Geld ist die Verarbeitung in Ordnung. Und im Vergleich zu anderen Pfeifen, die aus China kommen, und ich gehe stark davon aus, dass die Pfeife aus China kommt, anders könnte man den Preis nicht realisieren, sowas in Deutschland aus Edelstahl zu machen, dann noch zu färben und für 130 Euro in einem Komplettset auf Amazon zu verkaufen, das ist, glaube ich, nicht drin. Deswegen, das wird safe eine Pfeife aus China sein. Was aber nichts Schlechtes sein muss, viele Pfeifen kommen aus China, viele gute Pfeifen kommen aus China, deswegen, das ist eigentlich nicht wild. Aber die Verarbeitung für das Geld ist in Ordnung. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist die Optik. Und da wieder vorneweg, wie jedes Mal, Leute, ich kann euch gerne erzählen, wie ich die Pfeifen finde von der Optik, aber ob das Ding euch gefällt, das müsst im Endeffekt einfach ihr wissen. Ich kann euch nicht sagen, ob euch die Pfeife gefallen muss oder nicht. Ich finde tatsächlich die Azur hier in diesem Roségold sehr, sehr schön. Mir gefällt die Bowl ganz gut. Die Bowl von der Rubin ist nicht so mein Fall. Allerdings finde ich die Rauchsäulenform eigentlich schöner auf der Rubin, würde aber trotzdem lieber die Azur nehmen, wegen dem Roségold. Ob man jetzt den Glaskohleteller und den Glasanschluss bei der Rubin feiert, das müsst ihr selbst wissen. Aber bei der Rubin ist ja auch noch ein normaler Teller und ein normaler Schlauchanschluss dabei. Das heißt, wenn euch das Glasding nicht gefällt, dann legt es beiseite. Und wenn ihr mal Lust auf einen Glaskohleteller und einen Glasschlauchanschluss habt, dann tauscht ihr das Ganze gerade aus. Oder wenn der Glasanschluss kaputt gehen sollte. Es ist nun mal Glas. Wenn euch das runterfällt oder da irgendwas dran dotzt, dann wird das mit Sicherheit kaputt gehen. Genauso wie bei Bowls. Und dann hättet ihr noch einen Ersatzschlauchanschluss. Also es hat auf jeden Fall Vorteile. Ja, aber mir gefällt die Azur auf jeden Fall ziemlich gut. Wir hatten letztens auch nochmal weiß gefärbtes Wasser drin. Das sah dann auch sehr, sehr nice aus. Weißer Schlauch, weißes Wasser, roségoldenes Mundstück, roségoldene Pfeife. Übrigens, das Mundstück ist matt, aber die Pfeife ist glänzend. Das heißt, es ist nicht eins zu eins gleich. Ich finde aber trotzdem, dass es ganz gut dazu passt. Was ich am Anfang gedacht hätte oder beim Bestellen auf Amazon gesehen habe, 3 Schlauchanschlüsse. Ist jetzt nicht mein Traum von der Base. Ich persönlich fände es schöner, wenn da einfach ein Anschluss dran wäre und vielleicht noch ein schönes Entlüftungssystem. Übrigens, Entlüftungssystem, wenn ihr eine Kugel in eurem Anschluss habt, dann könnt ihr natürlich nicht entlüften. Ich habe es jetzt rausgenommen, deswegen kann ich auch entlüften. Ist nichts Besonderes. 2 Anschlüsse da dran, 2 Muffen, aus denen man entlüften kann. Ganz normal, wie man das halt so kennt. Ne? Ihr habt einen 18/8 Kopfschliff. Für manche ein Vorteil, again, ich brauche es eigentlich nicht. Ich nehme die Pfeife meistens so, hau die unter die Spüle. Ich habe so einen ausziehbaren Wasserhahn und kann die komplett einmal durchspülen. Also ich muss sie nicht zerlegen unbedingt zum Saubermachen. Zum gründlichen Saubermachen dann natürlich schon. Long story short, die Azur gefällt mir gut. Bei der Rubin hätte ich gerne eine andere Bowl, dann würde auch die mir gut gefallen. Bei der Rubin die Bowl irgendwie nicht so ganz mein Fall. Aber das ist immer Geschmackssache. Muss nicht mir gefallen, müsst ihr euch überlegen, ob ihr das nice findet oder ob ihr da lieber was anderes hättet. Aber D-Love hat eh mehr als genug Modelle. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal umschauen. Was man auch noch kurz erwähnen muss, wo wir gerade bei D-Love hat viele Modelle sind. D-Love wird krasse Black Friday Angebote raushauen. Also wird wahrscheinlich so gut 30% Rabatt bei D-Love auf der Seite geben. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Falls ihr da nach einem günstigen Ding sucht, schaut da vielleicht mal vorbei. Wenn da noch 30% drauf sind, also wenn nochmal von 120 Euro einige Euro runtergehen, dann ist das auf jeden Fall ein nicer Deal. Aber wir machen erstmal weiter. Wir kommen zu unserem wichtigsten Punkt, dem Rauchverhalten. Obwohl sie die gleiche Base haben, habe ich das Gefühl, dass die Rubin ein bisschen besseren Durchzug als die Azur hat. Der Azur würde ich auf der Skala von 0 bis 10 so eine 6,5 geben, vielleicht eine 7.
Die Rubin würde ich eher bei einer 7,5 einordnen. Vom Durchzug her gefällt mir die Rubin auf jeden Fall besser als die Azur. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären, weil sie von der Base her relativ identisch sind. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass bei der Rubin der Durchzug ein kleines bisschen besser ist. Wie gesagt, Rubin würde mir dann einen Ticken besser gefallen. Bei der Azur könnte er ein kleines bisschen besser sein, ist aber auch nicht störend schlecht. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mir denke, ah, so ein kleines bisschen mehr Durchzug wäre auf jeden Fall nice bei der Azur. Aber es ist auch nicht so, dass ich mir denke, boah, ich will jetzt eine andere Pfeife rauchen, weil der Durchzug echt kacke ist. Also das ist es auch nicht. Aber ansonsten vom Rauchverhalten bin ich tatsächlich sehr überrascht. Lässt sich sehr angenehm rauchen. Ihr habt ein sehr direktes Gefühl. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie so ein Feeling von wegen, ich ziehe Luft oder irgendwas ist da indirekt oder es dauert ewig, bis der Rauch wirklich bei mir ankommt, wenn ich an meinem Kopf ziehe. Das heißt, das passt eigentlich alles. Entlüften ist zwar nichts Besonderes, aber funktioniert. Ja. Es ist kein Closed Chamber, das heißt, ihr kriegt die Bowl nicht unbedingt super leer, aber dadurch, dass das Bowl-Volumen relativ niedrig ist, also sehr, sehr wenig Rauch in der Bowl steht, was ich eigentlich auch immer mag, kriegt ihr da schon, sagen wir mal, mit einmal Entlüften 50% vom Rauch aus der Bowl. Also wir sehen es, unten steht immer noch so ein kleines bisschen Rauch. Bei dem niedrigen Bowl-Volumen ist das aber relativ egal, also das macht keinen großen Unterschied. Da habt ihr jetzt einmal das Quieken von der Kugel gehört. Das passiert ab und zu, aber abgesehen von dem Quieken von der Kugel ab und zu, wie gesagt, nach dem Saubermachen war es jetzt das erste Mal, dass das wieder passiert ist, nachdem ich es abgetrocknet habe. Abgesehen davon, sehr angenehmes Rauchverhalten, Durchzug, wie gesagt, bei der Rubin ein kleines bisschen besser als bei der Azur. Aber insgesamt bin ich für den Preis und für eine Amazon-Pfeife doch positiv überrascht. Wir hatten auch schon Pfeifen von Amazon, die echt schrecklich waren. Die sind auf keinen Fall schrecklich. Bei denen würde ich sagen, für das Geld absolut okay. Wenn ihr sie beim Black Friday Angebot noch günstiger bekommt, dann auf jeden Fall ihr Geld wert oder sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ja, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von den zwei Dealer-Pfeifen. Sie haben eigentlich nur diese eine kleine Krankheit mit den Kugeln, dass man da aufpassen muss, dass sie nicht nass werden. Ansonsten könnten die ein bisschen haken oder ein bisschen pfeifen. Aber ansonsten echt okay. Wenn ihr dieses Review echt okay fandet, dann lasst mir sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Schaut gerne mal in den Livestreams vorbei. Im November, im Lockdown November, streame ich viermal die Woche. Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Sonntagabends, meistens so um 8 Uhr abends auf YouTube und auf Twitch. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Leute, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Peace.